Kommen nacheinander. Pöntero, Kriechmeier, Meier, Schwarz, Meier, Erni. Und dann ist vielleicht die Sache schon gegessen. Das ist hier der Titelverteidiger. Genau, der überhaupt keine Grip-Probleme im ersten Hang hatte. Und da auch, aber schau, nur Wahnsinn, hat verloren. Ja, also der Kanadier ist brutal. Ja, das sind die Tore, die drehen. Die habe ich vorgestellt, der ganz ein leichter Innenskifehler, aber Eis, so ein klasse Slalomläufer, dass er sofort wieder im Rennen ist. So, unten müssen ein bisschen mehr drinnen sein gegen Crawford, aber da oben war der Kanadier wohl top. Genau, und das sind jetzt die Tore, wo Crawford so also ein bisschen geflogen ist zwischen diesen Toren. Da macht er natürlich schon Zug. Also war eine gute Fahrt von Pintero und da siehst du, dass unten noch vieles drinnen ist. Eine Sekunde im zweiten Teil dem Kanadier abgenommen. Alexis Pintero, der Titelverteidiger, hat angeschrieben und vorgelegt. Ein schüchterner Winker. Ganz sicher ist er sich natürlich noch nicht, ob das reicht. Das war der einzig kleine Fehler. Dort, wo der Kurssetzer sozusagen diese drehenden Tore reingesetzt hat. Es ist keine Falle, aber es ist ein wahnsinnig starker Rhythmuswechsel, den man auf dieser Eispiste erst gut bewältigen muss. So, verhaltener Jubel beim...